wunderschönen guten Morgen, Fana Isabella. Wir haben sicher in dem Hafen vom Eidfjord festgemacht. Da hinten sehen wir den 180 Kilometer langen Hardanger Fjord. Der ist wirklich riesig. Und der Eidfjord, das ist so das letzte kleine Zipfelchen vom Hardanger Fjord. Hinter uns habt ihr gerade schon die wunderschöne Ortschaft gesehen. Und jetzt gleich werden wir das Schiff verlassen und dann zeige ich euch, was wir hier alles so erleben können. Ja, da unten sehen wir gerade den Stand-Up-Paddling-Ausflug, den kann man hier im Voraus buchen. Und ich sag mal so, wenn ihr hier vorne gerne vorm Schiff ein bisschen was rumpaddeln wollt, am nicht ganz so schönen Ufer, dann könnt ihr das buchen. Aber ich sag eher mal so, es ist besser, das auf eigene Faust zu machen, in die Stadt zu gehen, denn wirklich viel seht ihr nicht. Natürlich muss ein Schiff ja auch im Schuss gehalten werden und natürlich muss die weiße Farbe ja auch außen immer noch weiß erscheinen. Deswegen machen hier die jungen Herren hier vorne das Schiff immer wieder ein bisschen was schön sauber mit Wasser. Das finde ich immer relativ gut. Und jetzt kann ich auch mal positiv anmerken, dass die Bella sowas von sauber ist. So ein sauberes AIDA-Schiff habe ich noch nie gesehen. Überhaupt kein bisschen vergilbt, überhaupt kein bisschen Rost. Klar, sie kommt gerade aus dem Dock, aber die Jungs leisten hier super Arbeit. Jetzt doch noch eine Strickjacke übergezogen, weil es ein bisschen frisch ist. Knapp 20 Grad. Ja, die Tourist Information hier von Eidfjord ist direkt neben dem Schiff. Ihr könnt sie eigentlich gar nicht verfehlen, denn alle Leute gehen da vorbei. Ihr geht dran vorbei, wenn ihr in die Stadt reingeht. Und hier wird von Eidfjord, ich weiß nicht von welchem Unternehmen das angeboten wird, aber es wird hier vor Ort ein Ausflug angeboten für 275 norwegische Kronen. 75 Minuten lang zum größten Wasserfall von Norwegen. Da fährt man mit einem Bus etwa 15-20 Minuten hin und Papa ist da gerade in die Tourist Information reingegangen, denn er bucht das jetzt einfach zweimal, denn das soll einfach wirklich grandios sein da. Und dabei gibt es auch Kaffee und Kuchen inklusive. Also das nenne ich doch mal sehr schön, oder? Ja, das sind jetzt die Tickets. 550 norwegische Kronen sind genau 60 Euro. Ich habe euch abfotografiert. Der Nico bringt das von rechts gleich rein. Eine Preisliste für die Taxis. Ein Taxi mit 20 Minuten Aufenthalt hin und zurück für 4 Personen 990. Ist, glaube ich, noch ein bisschen billiger. Ganz typisch für Norwegen sind ja die Trolle. Und überall, wo man hinschaut, stehen hier solche Abbildungen. Der lebt doch, oder? Mit der langen Nase. Cool, die Häuschen hier, die kann man sogar mieten. Hier kommt der Schlüssel rein. Wunderschön, die kleine Fischerfigur hier. Und unten ist ein Grillplatz, der zu dem wunderschönen Campingplatz gehört. Ich ziehe eine Rikscha. Das hier ist der typische Gletscherschliff aus der letzten Eiszeit.
Und das da hinten ist unser Schiffchen. So, direkt neben der Tourist Information, vis-à-vis vom Schiff, unser kleiner Privatbus. So, die Landschaft hat sich jetzt verändert. Wir sind hier auf ca. 800 Metern Höhe, direkt vor dem Fossli Hotel. Und wir schauen uns jetzt den größten Wasserfall von Norwegen an. Ja, die Fahrt hier hoch dauert mit dem Privatbüsschen etwa 20 Minuten. Und das ist auch ein tolles Bikerziel, muss man natürlich sagen. Wir sind schon sehr gespannt auf den Wasserfall. Dann gehen wir mal, Nico. Also ich muss schon sagen, das ist wahnsinnig hoch. Hier geht es 350, 400 Meter im freien Fall runter, wenn ich jetzt hochspringen würde. Also das ist schon hoch, muss ich sagen. Höher als alles, was ich bis jetzt vorher erlebt habe. Und da sehen wir auch wunderbar einen Regenbogen. Wahnsinn! Das kann man jetzt auf der Kamera schlecht sehen, wie hoch das ist. Aber man muss hier mal stehen und das und dann mitreden. Wenn ihr Höhenangst habt, ist das nicht so. Ja, wir haben uns jetzt hier für gut 10 Euro zwei Waffeln und einen Kaffee geholt. Papa, wo sitzen wir? In Fjell und Fjord. Richtig. Immer zum Abschluss unsere kleine gastronomische Empfehlung. Ja, genau. Wir essen das jetzt mal und lassen es uns mal schmecken. Und danach schauen wir vielleicht noch was in Ort an und gehen dann wieder zurück zum Schiff. Jetzt sitzen wir hier in der schönen Galerie vom Fjell und Fjord. Die Aquarelle kann man übrigens kaufen. Und das Fazit vom heutigen Tag. Wie sieht es aus? Ja, also Eidfjord ist wirklich ein traumhaftes Ziel hier für Kreuzfahrtanläufe. Das Panorama ist atemberaubend, vor allem wenn man da mit den riesigen Kreuzfahrtschiffen reinkommt. Sie wirken eigentlich immer ganz klein, wenn man sich das anschaut. Und ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, das hier auf eigene Faust zu machen, auf eigene Faust zur Tourist Information zu gehen und sich halt diese Fahrt für 30 Dollar bzw. 30 Euro pro Person, Entschuldigung, wir sind ja nicht mehr in Kanada, zu kaufen. Dann geht es, wie gesagt, hoch zum größten Wasserfall von Norwegen. Das lohnt sich, macht das auf jeden Fall. Ansonsten hat man noch die Möglichkeit, zu einem See zu gehen, der auch einen künstlich aufgeschütteten Strand bietet, oder Papa? Ja. Ja. Etwa eine halbe Stunde zu Fuß links vom Fluss entlang. Aber das ist jetzt nicht so interessant. Wenn man hier schon öfters war, da ist das bestimmt eine schöne Sache. Aber fürs erste Mal lohnt sich auf jeden Fall, den schönen Wasserfall anzugucken und danach sich hier noch was in die schöne Stadt reinzusetzen und noch einen Kaffee zu trinken. Was machen wir das nächste Mal, wenn wir hier sind? Das nächste Mal fahren wir auch für 30 Euro pro Person zum Berghof hoch. Ist sogar noch ein bisschen billiger als 30 Euro, weil es nicht so weit weg ist. Ja, dann kommen wir auch schon zum Schluss meines Videos. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst ihr doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und teilt dieses Video gerne an andere AIDA-begeisterte Leute oder an eure Freunde, dass auch noch andere Leute auf meinen Kanal aufmerksam werden. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag. Bis dahin, macht es gut. Ciao.